Endlich ist mein Paket da mit der neuen Essential Summer Kollektion von Studio 40. Als Designteammitglied darf ich kostenfrei mit den Materialien arbeiten und euch ein paar Inspirationen damit liefern. Mein Name ist Jana Werner und wir öffnen heute mal zusammen das Designteam-Paket. Also ein Unboxing mache ich eigentlich sonst nicht, aber irgendwie war ich so aufgeregt und dachte so, ich frage mal auf Instagram, ob jemand Lust drauf hat. Und da war die einhellige Meinung, ja, wir wollen das gerne sehen. Also gibt es jetzt hier ein kleines Paket. Und ich habe daran tatsächlich noch nichts gemacht, nicht reingelinst. Ich habe nur den Adressaufkleber abgemacht. Falls ihr heute hier seid, weil ihr ein Scrapbooking Tutorial gerne gucken wolltet, das fällt zugunsten des Unboxings aus. Aber ihr findet noch weitere Videos auf meinem Kanal, die werden euch hoffentlich die Zeit verkürzen. Bis zum nächsten Videotutorial. Also ihr seht schon, das ist richtig gut eingepackt hier. Oh, so, jetzt haben wir es gleich. Ich sehe schon, da steht mein Name drauf. Also das Ganze heißt Essentials 2 Summer. Da seht ihr den Titel. Es gab ja schon eine Essentials-Kollektion. Wieder kleiner Sprachfehler heute. Jetzt fällt mir auch mein ganzes Video-Setup auseinander. So, chaotisch wie immer, ne? Also, es gab schon eine Essentials-Kollektion. Die ist Anfang des Jahres erschienen. Oh, es tut mir leid, wenn das jetzt laut wird. Das ist wie mit Pflaster abziehen, ne? Kann man ja auch schnell, kurz und schmerzlos machen. Wobei ich da eher der Typ bin oder die Typin bin, die das gerne ganz langsam abzieht. Möglichst lange leidet, aber dafür ein bisschen weniger. Und wer sehr dünne Haut hat, sollte sowieso mit sowas aufpassen, weil er auch die Haut kaputten kann. So, da sprach die Ergotherapeutin. Also, wir schauen jetzt endlich da rein. Ich sehe schon hier 12x12 Papiere. Das macht mich sehr froh. Die andere Essentials-Kollektion hatte nämlich keine 12x12 Papiere. Dafür kleinere. Aber ich brauche die großen Papiere. Ich liebe große Papiere. Und die Motive sind einfach auch größer als auf den 6x6 Pads oder diesem anderen Format, was ich euch gleich auch nochmal zeige. Oh, hier. Sehr gut, Frau Werner. Okay. Los geht's. Endlich. Nach 3 Minuten sind wir soweit. Also, wir springen einfach mal mit den Papieren da rein, würde ich sagen, ne? So, das. Cool. Wachssiegeln. Yay. Okay, also wir haben hier, die sind jetzt doppelt. Das heißt, die brauche ich jetzt ja nicht immer doppelt zeigen. Das ist einmal die Vorderseite, einmal die Rückseite. Das sieht schon schön sommerlich aus, gefällt mir gut. Ach, sogar dreimal, cool. Das legen wir mal da oben hin, Streifen. Und die Rückseite, oh, die ist auch schön. Die kann man sogar noch kolorieren, wenn man möchte, ne? Streifen. Ich kann nicht mit senkrechten Streifen arbeiten. Ich finde senkrechte Streifen total aggressiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also so wird es auf jeden Fall bei mir Verwendung finden. So niemals. Kann das jemand nachvollziehen? Ich finde irgendwie so gerade Striche von oben nach unten ganz schlimm und aufdringlich. Und so finde ich es total schön. Also, wer das auch hat, lasst mich das mal wissen. Oder ob ich die Einzige bin, die so komisch vor sich hindenkt. Hier, das sieht auch schon so nach Picknickdecke aus. Und die, oh ja. Oh ja. Da bin ich sofort dabei. Oh, das ist schön. Die Farben sind auch schön. Herrlich. Kann man auch sogar noch für den Herbst mitverwenden. So. Die Kollektion ist auch schon erhältlich im Shop. Den linke ich euch unten rein in die Infobox.
Und wenn ihr den Code JANNA10 eingebt, also JANNA10 als Zahl ausgeschrieben, dann habt ihr einen 10% Gutschein, den ihr jederzeit im Shop einsetzen könnt. Also die Seite finde ich richtig cool. Die gefällt mir super. Die ist so, ja. Ja, ich glaube, ich mag so diesen Mix von dicken und dünnen Strichen so generell nicht so gerne, aber die Seite finde ich richtig toll. Und ich glaube, das bietet sich ja auch an, die so auszuschneiden und dann, oh ja, ich hab eine Idee. Ich habe eine Idee. So. Hier, was ist das? Das Zitronen, glaube ich, ne? Ja. Und das ist auch richtig schön. Das als Mini-Album-Seite. Und das hier noch dazu. Als Mini-Album-Cover. Richtig schön. Okay, ich habe schon ein paar Favoriten, würde ich sagen. Okay, das ist heftig. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, wenn man hier im Video ist, aber wenn man da so in echt drauf guckt, dann sieht es aus, als ob sich das irgendwie bewegt. Das ist mir ein bisschen too much. Okidoki, hier. Oh, das ist schön. Hier ist nochmal das Muster von eben in klein. Paar Sprüche. Summer Story, Sunshine. Die Schrift ist auch schön. Gefällt mir gut. Die Seite kann ich zumindest nur sehr wohl dosiert einsetzen. Das wäre echt. Ach, meine Augen. Aber die Farben gefallen mir sehr gut. Also, das ist auch. Ich glaube, das ist bei mir so ein Ding. Nicht, dass das generell jetzt irgendwie schrecklich wäre. So, das ist eine Seite, die hat einen Blanko-Hintergrund. Und hier, das könnt ihr also alles ausschneiden oder so verwenden oder ausstanzen. Da sind schöne Motive bei. Hier die Soda, Dose, Kassette, auch Kassetten. Wer kennt sie noch? Finger hoch. Und den berühmten Bleistift zum Wiederaufnudeln. Ja, Eis, also richtig schöne. Oh, das, oh, die gefallen mir gut hier, die beiden. Und das, die Früchte. Das sind also richtig, richtig schöne Sommermotive. Da bekomme ich, wenn ich jetzt auch noch aus dem Fenster gucke, wo die Sonne scheint, so schön in den Garten rein, richtig Lust auf Sommer. So, hier haben wir Wachssiegel, schon vorgefertigte. Habt ihr es gesehen? Habe ich es überhaupt in die Kamera gehalten? Oh Mann, immer nicht mal auf. Ich finde diese Wachssiegelsache total schön. Ich habe mir aber von Lora Ballora das nicht gekauft, weil mir es einfach zu kostenintensiv ist. Ne? Aber hier, gucken. Sieht man das so? Sehr schön. Sehr schön. Feder. Ja. Ich werde ja gleich im Anschluss, wenn das Unboxing hier durch ist, ein Layout basteln. Und aus Zeitgründen kann ich das leider nicht aufnehmen, sonst hätte ich das auch noch gemacht. Aber, oh ja. Ich wollte gerade sagen, die Wachssiegel kommen da drauf, aber ich glaube, das hier kommt da drauf. Jetzt bin ich gerade so richtig in Sommerlaune. Oh, die sind viel schöner. Die anderen sind auch schön, aber ich finde die Farben hier noch schöner. Also ich glaube, das sind auch richtig gesiegelte Dinger. Hier, guck mal. Also nicht nur einfach Plastik. Ja. Das mag Lena. So, dann haben wir hier Essential Summer. 18 doppelseitige Papiere in 18x21. Und das war das Format, was bei Essentials 1, also bei der vorherigen Kollektion, auch mit dabei war. Und da waren eben keine großen Papiere bei, was so schade ist. Also, ich weiß nicht, woran es lag. Ob die es einfach mal ausprobieren wollten oder ob irgendwas schiefgegangen ist, das weiß ich nicht. So, und hier blätter ich jetzt mal so ein bisschen schneller durch. Das sind die Papiere, die wir gerade schon gesehen haben. Mit kleineren Motiven. Oh, ich bin total verknallt in dieses Papier. Das finde ich richtig toll. Und hier, das auch. So, das sind also die gleichen. Upsala. Wie die großen, nur in kleineren Motiven. Legen wir das mal zur Seite. Das hier sind Journaling-Karten. So ein bisschen ASMR oder wie das heißt hier. Knister, knister.
So, das liegt mal zur Seite. I was made for sunny days. Also ich bin jemand, ich mag es überhaupt nicht, in der Sonne zu sitzen. Ich mag es absolut nicht, wenn ich Sonne so direkt auf die Haut bekomme. Aber ich brauche Sonnenschein, ne? Also es macht mich sonst richtig, richtig mürbe, wenn irgendwie es nur so grau und grau ist. Also die sind auch von beiden Seiten hier. Das ist auch schön, ne? Das ist auch schön. So, und so ein paar richtige Fotos mit dabei. Schön. Das gefällt mir auch gut. Gelandet. Sehr schön. Auf jeden Fall sommerlich. So, was haben wir denn noch hier? Hier sind nochmal solche kleinen Animal Dots. Auch richtig schöne Farben. Ich finde das bei der Kollektion eigentlich ganz cool, dass das nicht nur Pastell ist, sondern auch so ein bisschen kräftigere Farben mit dabei sind. Wäre jetzt eigentlich so nicht das, woran ich sofort denke bei Sommer, an so ein dunkles Rot. Aber ich glaube, das wird richtig cool. Also ich kann mir jetzt schon sehr viele verschiedene Projekte damit vorstellen. Dann haben wir hier Stempel. Was steht denn da alles drauf? Was kann ich, wie man das am besten sehen kann jetzt hier? Picture perfect, date and place, here's the story, good times. Also Klassiker, die man eigentlich überall drauf machen kann. Und auch so ein Ortstag hier. Und hier nochmal Magic, Beautiful Day. Und die sind auch cool hier. Die könnt ihr noch kolorieren, so wie es aussieht. Und Zweige. Oh, schön. Schön, schön, schön. Oh ja. Mit meinen Favoriten. Oh, hier hat sich schon ein E von den Stickern verabschiedet. So. Die Teile finde ich mega. Oh, das wollen wir noch nicht sehen. Das sind transparente Aufkleber. Und was ich daran so cool finde, ist, dass man die einfach direkt aufs Papier kleben kann. Und statt eines Stempels dann wirklich weiß, man hat einen richtig satten Farbauftrag, weil eben Sticker. Oder auf weißen Cardstock aufkleben und ausschneiden und dann wieder mit 3D-Klebepads befestigen. Ich finde die super. Hat auch so ein bisschen wieder was von Rub-Ons. Oh, die vermisse ich ja auch, ne? Also, Rub-Ons. Wer erinnert sich noch daran? So, das sind die hier. Making Memories Explore. Also auch wirklich. Ach, warte, das ist doppelt. Dann muss der ja eigentlich auch nochmal dabei sein, oder? Keine Ahnung. Okay, das ist der gleiche. Und der hier. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Sticker. Oh, da habe ich ja richtig, richtig viel zu tun hier. Das sind drei verschiedene. Chill Out heißt das hier. Auch hier wieder die Motive mit dem Eis. Ach, meine Tochter durfte gestern Eis kaufen. Die ist noch ganz klein. Und dann hatten wir eine Freundin da. Und deren Bruder, und dann durfte unsere Motte morgens Eis beim Einkaufen mitnehmen. Hat sich mega gefreut, dass sie das für ihre Freunde mitgenommen hat, nochmal mit zu Hause. Und dann wollte sie unbedingt Eis essen. Das durfte sie halt noch nicht, weil es war ja für nachmittags. Das war ein Theater. Ja, kleine Anekdote zwischendurch. So, hier haben wir jetzt nochmal verschiedene Alphabet-Sticker. Schaut mal, in verschiedenen Farben. Das sind ja fast die Farben. Vielleicht kennt ihr noch die Frieda-Kollektion, die ich mal für die Scrapbook-Werkstatt entworfen habe. Das ist schon ganz lange her, als Tina und Mireia die noch hatten. Jetzt ist das ja die liebe Uli. Und da waren das auch, da hatte ich auch Sticker mit dabei, Alphabet-Sticker, und es sind fast die gleichen Farben. Also gefällt mir das sehr gut. Genau meine Range hier. Der ist mir gerade abgegangen, deswegen sieht das so verknickert aus hier. Ja, also herrlich, herrlich, sommerlich, wunderbar. Also Alphabet-Sticker haben wir. Und die bunten Sticker. Und die transparenten Sticker. Stempel. Animal Dots. Die wunderschönen Sealwaxes hier. Journaling Cards.
die doppelseitigen Papiere und die hier. Ja, mir gefällt sie sehr gut. Wie gesagt, das ist für mich optisch einfach schwer, liegt aber vielleicht an meinen Augen. Die würde ich querlegen, aber die Farben und wie gesagt, das hier, richtig toll. Die Motive gefällt mir super gut und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich das kostenlos bekommen habe und sowieso ein Fan von Studio 40 bin, sondern weil es wirklich schön ist. Und damit haben wir uns die Design Team Mitgliedsbox angeguckt. Das ist die Essential Summer 2 Kollektion. Wie gesagt, ihr könnt mit dem Code JANA10 10% sparen. Das gilt heute und morgen und nächsten Monat bis zum Ende des Jahres, solange ich im Design Team bin. Und ja, es kommen noch ein paar schöne Events auf euch zu mit Studio 40. Darauf freue ich mich auch schon. Und dann verabschiede ich mich hier jetzt schon mal eben kurz, damit ich dann fleißig sein kann und ein Layout damit basteln kann, was ich euch, also bleibt dran, nämlich gleich im Anschluss noch zeigen werde. Bis dahin. So, hier bin ich noch einmal wieder mit dem ersten Layout, das ich mit der Essential Summer Kollektion von Studio 40 erstellt habe. Erstaunlicherweise ist von diesen Wax Seals keins darauf gelandet. Ich wollte es so sehr, aber es hat irgendwie nicht sollen sein. Es hat nicht funktioniert. Passte irgendwie nicht dazu. Ich habe hier jetzt mit Die Cuts gearbeitet. Hier habe ich was ausgestanzt und auch hier den Kreis. Ich habe dieses Papier. Oh, mal schauen, wo wir es haben. Das Papier mit diesem schönen Muster. Mit dem hier. Auseinandergeschnitten und die einzelnen Teile dann aufgeklebt, flach, aber auch mit 3D-Klebepads, damit das Ganze nicht zu platt aussieht. Und habe ein paar von den Stickern ausgeschnitten. Ich zeige gleich auch noch eben kurz, was ich benutzt habe. Genau. Und die Animal Dots, die sind sehr schön, die sind auch sehr erhaben und fühlen sich gut an. Die Blätter habe ich gestempelt. Zeige ich auch gleich noch eben. Und hier sind diese transparenten Sticker, von denen ich schon am Anfang geschwärmt habe. Genau, hier also nochmal einmal diesen Stempel hier habe ich aus dem Paket verwendet. Von den Clear Stamps, die Materialliste findet ihr auf meinem Blog janawerner.de. Ich setze den Link aber auch wieder unten rein. Dann habe ich hier diese beiden Alphabet-Stickerbögen benutzt. Das ist Rosé und so ein Babyblau, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal diese zwei Sticker-Sheets, die ich verwendet habe. Für diesen Bereich hier, aber auch für da und da. Ich hatte auch noch mehr, aber das sah irgendwie nicht aus. Die habe ich jetzt zur Seite gelegt. Dann hatte ich ja schon gesagt, dies und diese zwei. Das ist von diesen beiden Bögen. Und Papiere, also die Stempelfarbe, die ich verwendet habe. Ich verwende eigentlich nie schwarz, sondern Espresso, weil das es sieht ein bisschen freundlicher aus. Man sieht, wenn das im direkten Vergleich ist hier zu dem Schwarz, sieht man, dass es ein dunkler Braunton ist. Steht es alleine, fällt es nicht auf, dann sieht es auch aus wie ein freundliches Schwarz, sagen wir mal so. Dieses Papier habe ich verwendet hier für den Die-Cut. Das habe ich ja schon gerade gezeigt. Das ist hier verteilt drauf, aber auch die Rückseite habe ich benutzt hierfür. Nicht wundern, ich habe ein paar Ausstanzungen gemacht, die ich nicht verwendet habe. Die landen dann in meinem kleinen, in meiner Projektkiste. Die verwende ich dann ein anderes Mal weiter. Das Hintergrundpapier ist dieses hier mit den Zitronen drauf. Und dann habe ich noch dieses hier verwendet. Da habe ich sehr unschön, wie man sehen kann, dieses Moments und Snapshots rausgeschnitten. Das hätte man bestimmt noch schöner und eleganter machen können, aber naja, im Eifer des Gefechts. Und dann habe ich mit einer Die das dann ausgestanzt mit der Big Shot. Ja, das ist im Prinzip das fertige Layout. Eigentlich ist es ja eher klar und einfach gehalten, aber durch die vielen kleinen Elemente hat man auf jeden Fall eine ganze Weile was zu gucken. Und dadurch, dass die Fotos auch so
so intensiv sind. Die sind sehr wuselig. Also hier, das ist gerade so der neueste Trend. Wir haben so ein Billigregal im Kinderzimmer stehen mit Türen unten. Und dann öffnet das Kind die Türen und stellt sich die Turnmatte so daneben, dass sie dann eine Höhle hat. Aber sie mag es nicht, wenn irgendwie noch eine Decke drüber ist, sondern oben muss es offen sein. Und dann wird das gesamte Spielzeug aus dem Schrank rausgeholt. Ja, also. Ne, also wuselig. Und das war ihr erstes eigenes Scrapbooking-Layout zum Vatertag. Hat so richtig viel Spaß mit gehabt. Also gerade so Sticker, ne? Ich weiß nicht, wie es mit euren Kindern ist, aber die gehen hier immer gut weg. Okay, so, das war das Unboxing mit Layout-Inspiration. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen zu schnustern hier. Und dann sehen wir uns nächste Woche, Freitag wieder. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis dahin, ein sommerliches Wochenende und eine schöne Zeit wünscht euch Jana.